Ja, Edgar, ich habe den Lars unter der Woche im Interview gehabt, hat gesagt, das wird ein richtig hartes Spiel, ein Spiel, wo es richtig hart zur Sache gehen wird. Und ich glaube, damit hat er auch recht gehabt. Da war alles drin, oder? Vollkommen. Es war echt ein sehr intensives Spiel. Ich denke, wir sind dennoch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Denn wir haben 55 Minuten eigentlich ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Und dann kommen so verrückte Sachen wie Platzverweise dazu. Und sowas habe ich schon eigentlich noch nie erlebt, dass drei Platzverweise in einem Spiel stattfinden, das ist schon Wahnsinn. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass ja beim ersten Saisonspiel ja auch schon zwei Gegner nicht über die Zeit gekommen sind, das ist Hannover 96, das ist halt ein bisschen anders, oder? Ja, jetzt, da kommt mir der Spitzname, die Roten, ist nicht schlecht, also, ja, ist schon Wahnsinn. Gut, kommen wir mal zum Spiel. In der ersten Halbzeit hat es ganz hervorragend geklappt, früh gestört, den Gegner überhaupt gar nicht ins Spiel kommen lassen. Das war wahrscheinlich so ungefähr der Plan, den Mirko Slomka hatte, den er euch mitgegeben hat. Ja, das war genau der Plan. Wir wollten vorne attackieren, sodass sie keinen Spielaufbau tätigen können. Wir wollten selber unser Spiel durchziehen, das Spiel kontrollieren. Das haben wir dann über weite Strecken geschafft. Ja, und dann mit dem 2-0 im Rücken haben wir zu wenig gemacht und dann ist das dadurch so spannend geworden am Ende. Sportdirektor Dirk Duffner hat gesagt vor dem Spiel, wenn wir gegen Schalke gewinnen, dann war es ein sehr ordentlicher Saisonstart. Ist so, oder? Ja, da bin ich einverstanden damit. Ich denke, wir Neuzugänge kommen immer besser in die Spur und das sieht nach einem guten Weg aus bisher. Jetzt gegen Mainz genauso weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Vollgas. Edgar, danke. Bitte.